Jo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder mit dabei der liebe Nexotec. Hallöchen. Hi. Na, alles gut bei dir? Ja, und bei dir? Freust du dich schon? Wir haben nämlich heute was Cooles am Start. Ein neues Battle, eine neue Art von Battle. Eine glücksradmäßige Art von Battle. Und ja, das wird ganz cool. Ich erkläre euch das Ganze gleich. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dem Video. Falls euch das gefällt, Daumen nach oben nicht vergessen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt mit dem Video wieder. Abonniert meinen Kanal, falls euch das Ganze gefällt. Und jetzt, let's go. Viel Spaß mit dem Video. So, und zwar sehen wir hier oben außen um uns herum eine random generierte Map. Und wir sehen schon diesen ganz cool, ganz, ganz komischen Mobs. Ja, siehst du da diese Libelle, die da rumfliegt? Ja, Alter, mega fett. Zum Beispiel. Der Schmetterling da, siehst du? Ja, da gibt's wirklich verschiedene Sachen. Die sind auch teilweise ultra stark. Aber das ist gar nicht so wichtig. Wir haben heute hier eine kleine, ja, Anfangstruhe, die können wir looten. Da haben wir ein bisschen Sachen drin, mit denen wir uns gleich selbst drumherum hier um die Welt schlagen müssen. Und hier sind quasi so Shops. Hier gibt's Helme, Chestplate, Hose, Schuhe und Schwerter und Extras. Da können wir Sachen drin kaufen. Ich kann euch mal eine kurze Kostprobe geben. Hier zum Beispiel, hier sind verschiedene Sachen drin, wirklich coole Sachen. Coole Schwerter, coole Chestplates, generell coole Rüstung, coole Extras. Und wir bauen heute einfach die Welt ein bisschen ab. Wir müssen nämlich Eisen suchen. Pro 5 Eisen dürfen wir einmal auf einen Knopf drücken. Und ja, das ist so die Aufgabe hier heute. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Hier ist ein kleines Ding. Und wir ballern uns mit einem Water-MLG runter. Woo! Oh, hat schon mal nicht geklappt bei mir. Übrigens spielen wir mit einer speziellen Mod. Ich weiß nicht, ihr kennt sie sicherlich schon. Und ihr seht, Minecraft sieht hier ziemlich komisch und ziemlich anders aus. Es ist nämlich die No Cubes Mod, womit man hier wirklich gar keine Cubes sieht überhaupt. Und wir haben jetzt 10 Minuten Zeit, Eisen zu suchen. Und wir gucken mal, wie krass wir heute hier abgehen werden. So, also No Cubes Mod wird uns ein bisschen ja auf Trab halten. Alter, hier ist irgendwo Monster, das schießt. Alter, das schießt auf uns. LOL. LOL, deine ganzen Sachen sind ja weg. Nein, 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 ich muss weg. Okay, schon mal direkt das erste krasse Monster hier entdeckt. Diese No Cubes Mod, die wird an sich keinen krassen Unterschied machen. Allerdings, Leute. Alter, was sind das für Kühe? Was machen die? Die droppen Äpfel, lol. Äpfel, Apfelkühe. Krass. Allerdings wird uns diese No Cubes Mod in den Höhlen ziemlich verwirren, nehme ich an. Weil man wirklich gar nicht so richtig weiß, wo soll ich den Block jetzt abbauen. Aber wir müssten am besten jetzt mal eine Höhle finden. Und da habe ich eine. Sehr nice. Okay, guckt euch mal an, wie cool das aussieht auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr kennt die Mod schon, aber ich finde es einfach sehr, sehr krass, was man hier so aus Minecraft rausgehauen hat. Und so, seht ihr jetzt, ich weiß nicht, wo soll ich abbauen, damit ich Eisenerz bekomme. Man sieht es ja gar nicht. Ist ja mega krank. Lol, wie komme ich überhaupt hier durch? Was? Es glitscht auch ein bisschen, ne? Ja klar, du weißt ja nicht, wo was ist, weißt du? Aber hier waren auf jeden Fall mehr Eisenteile. Ich frage mich nur gerade, wo die sind. Lol, wie ekelhaft das ist. Ich baue hier die ganze Zeit Steine ab, aber eigentlich will ich Eisen abbauen. Da waren doch safe mehrere gerade eben. Hä, bin ich dumm? Egal, dann gehen wir weiter. Hier sieht es zum Beispiel aus, als wären das vier Stück. Aber jetzt, wo ich abbaue, keine Ahnung. Kommt irgendwie nichts dabei raus. Ich habe nicht einen davon abgebaut. Das ist ja ekelhaft. Alter, guckt euch das mal an. Ich meine, die Höhle sieht schon krass aus so. Aber es ist einfach komplett schwierig. Ich habe jetzt gerade mal 5 gefunden. 5 Eisen habe ich bis jetzt. Ich würde sagen, nach der Hälfte der Zeit machen wir die Mod hier aus. Alter, das ist echt heftig. Weil man baut hier die ganze Zeit wirklich Sachen ab. Ich kriege kein Eisen raus. Ich weiß nicht, wo ich abbauen muss. Oh nice, ich habe Eisen gefunden. Ja, jetzt probier das mal abzubauen. Das ist richtig crank. Hä, das ist... Ich habe auf einmal Cobblestone abgebaut. Ja, das ist wirklich voll komisch. Oh, Alter, guck mal, jetzt ist es dunkel. Wie gruselig ist das denn? Man sieht einfach nichts. Guckt euch das mal an. Das ist krank gruselig. Also Leute, jetzt war die Hälfte der Zeit rum. Ich zeige euch nochmal hier so eine Höhle. Aber wir müssen das jetzt ausschalten, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass das so krank ist. Oh Mann. So Leute, weiter geht's. Guckt euch mal an, wie das hier aussieht. Wie wir es gerade hatten und jetzt nicht mehr normal. Wie diese Höhle jetzt aussieht. Also echt krass, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt können wir den ganzen Weg nochmal hochgehen und gucken, wo hier wirklich Eisen ist. Wir haben hier rumgebaut. Hier ist zum Beispiel ein Eisen. Da hätten wir hingucken müssen. Und dann ist hier noch ein bisschen was. Und da, also es ist echt viel Eisen. So, aber man dachte einfach, keine Ahnung, man hat nichts gefunden, nichts gesehen. Mal schauen, wie viel Eisen wir hier jetzt noch extra finden. Also hier haben wir alles abgebaut. Dann laufen wir jetzt weiter hoch. Und hier, Alter, hier haben wir mega viel Eisen einfach liegen gelassen. Das hätte ich einfach alles übersehen. Und hier, ich habe noch 4, Alter, 4. Junge, das ist echt nicht mehr normal, wie viel Dias ich hier einfach liegen gelassen habe. Nur... Dias, du meinst Eisen. Eisen nicht liegen gelassen habe, genau. Nur, weil diese Mod das alles so verdreht hat und einem komisch angezeigt hat. Wir haben noch circa 2 Minuten und 10 Sekunden Zeit. Also nicht mehr so viel Zeit, hier Eisen abzubauen, Nexo. Ja, die brauche ich aber auch, die 2 Minuten.
Ja, bei mir sieht es tatsächlich sehr gut aus. Also ich glaube, ich brauche die nicht mehr so dringend. Ich habe jetzt schon hier ganz gut Eisen am Start. Oh, da ist der nächste gestorben. So, ich habe hier nochmal was gefunden. Oh, du wirst mich so fertig machen vom Equip her. Wer weiß, vielleicht habe ich einfach Pech und krieg gleich mega Scheiße. Ja, stimmt, das ist ja die geile Sache, dass das so random dann noch genau, ist. Genau, ich kann halt wirklich... Okay, obwohl bei den Chestplates ist das alles ja, ungefähr gleich stark oder so. Aber bei den Schwertern gibt es wirklich krasse Unterschiede. Da haben wir zum Beispiel ein Eisenschwert drin, aber dann auch irgendwie so One-Hit-Schwerter und so. Da gibt es wirklich krasse Unterschiede. Also jetzt nur, weil jemand mehr Eisen findet, heißt das nicht, dass er safe gewinnt. Falls ihr für die nächsten Battles noch Ideen habt für weitere Modifikationen, die wir einfügen könnten. Heute war es die All-Spawn-Mod, mit der wir hier die schönen, ganzen Schwerter und so hatten. Aber falls ihr noch andere Sachen kennt, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Und dann gucke ich mir die Mods an und gucke, ob die geeignet sind für so ein Battle. Es sind einfach Diablöcke. Lol, was durch die Mods spawnen einfach Diablöcke hier. 1, 2, 3, 4 Diablöcke. Die könnt ihr jetzt umwandeln. Und ich habe einfach 36 Dias jetzt gefunden. Wir haben noch, oh, wir haben noch 15 Sekunden. 15 Sekunden hast du noch Zeit. Nexo, hier noch irgendwas zu finden. Scheiße. Sagte Beats und verbrennt ein Eisen. Nein. Nein, vorbei. Okay, Zeit ist vorbei. Genau jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich habe 34 nur. 34, okay. Ich habe 51, also ein bisschen mehr. Okay, jetzt sind wir wieder zurück. Und können jetzt unsere Eisenerze einlösen gegen, Buttonknöpfe oder Button drücken, sage ich mal. So, ich habe Eisenerz 51. Das heißt, ich kann... einmal was drücken. Warte, 50, ja, okay, ich kann einfach so. Ich kann einfach 50 durch 5 teilen, beziehungsweise 51 durch 5 sind 10. Ich darf 10 mal drauf drücken, Nexo, und du? Ich habe 34, das heißt, ich darf nur 6 mal drauf drücken. Oh shit, einen mehr und du hättest 7 mal drauf drücken können. Mhm. Aber so ist das. So, gut, okay. So, wie machen wir das jetzt? Ich nehme auf jeden Fall schon meine Chestplate. Wie, aber ich darf 10 mal drauf drücken. Einmal. Ich habe eine Pink Tourmaline Chestplate, okay. Einmal drauf gedrückt schon mal. So, dann nehme ich mir noch Schwert. Zweites Mal drauf gedrückt. Ich habe ein Nightmare Sword, okay. Du darfst genauso drauf drücken. Also wir machen ja, das hier ganz random, ne? So, dann drücke ich hier einen Helm. Okay, nice. Eine Hose. Nice. Wir gucken uns die gleich alle an. Schuhe auch. Dann habe ich jetzt ein Ultimate Helmet. Der ist krass. Mozilla Scale Boots. Pink Tournament Chestplate. Und Nightmare Sword bis jetzt, okay. Ich hole mir mal noch eine Chestplate. Oh fuck. Wir haben noch die Tiger Chestplate dazu bekommen zu unserer Hose. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal drauf gedrückt. Das heißt, 4 Mal darf ich noch drücken. Nächste, du hast schon fertig. Nee, ich einmal. Hab auch 4 Mal. Okay, Crystal Apple, nice. 2 Mal. Ich bin noch hart am struggeln, ob ich nicht noch ein Schwert lieber versuche, drei weil meine Mal. Bisherigen so kacke sind. Oh, die Claw. Und jetzt kann ich, nehme ich ein Schwert oder nehme ich, ne, Schwert habe ich schon, oh, krasses. Nice. Oder nehme ich nicht, ich nehme noch eine Chestplate. Vielleicht kommt eine gute raus. Oh nein, und dann kommt eine Emerald Chestplate raus. Scheiße. Okay, aber insgesamt trotzdem kein schlechter Stuff, muss ich sagen. Wir haben insgesamt wirklich gar nicht so schlechten Stuff. Wir haben, ja, gut, vor allem so das Schwert ist krass. Die Rüstung kann man vergleichen, wir ziehen gleich die beste an. Und ja, die haben auf jeden Fall gute Werte. Wir gucken mal, was wir hier so... Alter, du hast das... Oh, fuck, das ist gut. Oh, shit, diese ist echt krass. Nein, du hast die rausbekommen. Schade, die hätte ich auch gerne gewollt. Wir rüsten uns jetzt mal ganz kurz aus. Kann man die Weiber hier schlagen? Oh, ey, die läuft hinterher, die will was von mir. Da kommt halt so ein Ton, wie so eine Frau schreit. What the fuck? Sie läuft weg. Okay, der Nexo ist unten, ich bin unten und wir können von mir aus battlen. Wir machen ein Best of Three. Bist du bereit, Nexo? Yep. Let's go. Okay, wir haben hier zwei Schwerter. Ich fange mal mit dem kleinen, nicht so starken Schwert an, obwohl... Nein, dann esse ich mir aber einmal Love. Das gibt mir nämlich hier Stärke und so weiter. Okay, let's go. Aber der Nexo hat wirklich krasse Sachen. Übrigens, ich habe mir die Tiger Chestplate angezogen. Die Auge des Tigers Chestplate, weil die West ein bisschen bessere Werte hat, beziehungsweise genauso gute Werte wie die Emerald Chestplate. Okay, wir legen los. Nexo, es geht los. Weg, weg, weg. Und. Lol, ich ja! Hab dich nicht getroffen. Was? Alter, was war das für eine Combo? Mit der Klaue habe ich dich getroffen. Okay, wir haben einen kleinen Fail hier. Die Battle Axe, die kann man nicht benutzen gegen Gegner. Das heißt, mein Sieg hier zählt jetzt nicht. Der Nexo darf noch einmal drauf drücken und sich ein Schwert holen. Das auch dann funktioniert hoffentlich. So, jetzt bin ich gespannt, Nexo. Drück einmal drauf. Und was bekommst du raus? Oh, das ist Eye of Tiger. Crystal. Auch, oder? Crystal war das, okay. Es ist schlechter als das andere hier. Also ich. Ja klar, es ist schlechter, aber trotzdem. Naja, gut, jetzt hast du trotzdem auch zwei Schwerter. So, neuer Versuch, Leute. Es steht 0 zu 0. Und der Nächste hat jetzt auch Schwerter, die funktionieren. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch bereit, let's go. Das Lauf habe ich mir natürlich noch behalten. So, was macht dein... Oh, du machst mir tatsächlich gar keinen Schaden durch meinen Lauf.
Das ist echt Warte. Geil. Und der Nexo, er ist down. Sehr nice. Okay, 1 zu 0. Mein Herz ist wirklich krass. Es hat Stärke, Regeneration, Resistenz und so weiter. Das war wirklich eine mega gute Sache. Und jetzt kämpfen wir ein zweites Mal gegeneinander. Bist du bereit, Nexo? Yep. Ich bin auch bereit. Let's go. So, jetzt machen wir mal ohne nichts. Mal gucken, wie der Nexo da abschneidet. LOL! Du machst mir halt wirklich null Schaden mit dem Schwert, ne? Ja, nichts. Ich hab die Combo ist real, Alter. Ich schlag ja auch extra gerade nicht. Wow, Alter. Yo, die Eye of the Tiger, die sind krass. So, ich habe jetzt meine Hose ausgezogen, dann kriege ich wenigstens ein bisschen Schaden. Das war ein bisschen unfair. Let's go, Nexo. Jetzt darfst du mich auch wieder schlagen. So. Lol, okay. So, da kämpfen wir wieder gegeneinander. Oder ziehe ich die an? Hm, die sieht auch nicht schlecht aus. Alter, wie du einfach nebenbei im Kampf die ganzen Sachen switchst. So mega in... Kriegst du viel Schaden? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, shit. Moment, wir machen es mal spannend. Streng dich an, jetzt streng dich ganz besonders an. Ich war schon fast down. Full HP. Nein, no, shit. Okay, ich bin teilweise aber extra gestorben. So, Nexo, bist du bereit? Okay, dann hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke. Da steht 1 zu 1, best of 3. Let's go. Und du bist da sowas von down. Alter, macht das viel Schaden, Mann. Woo! Alter, das war mein Nightmare-Sword mit 31,25 Angriffsschaden. Mega nice. Hat doch gut geklappt. Ja, jetzt würde ich sagen, Dankeschön, Nexo, dass du dabei warst. Schaut beim lieben Nexo gerne mal vorbei. Abonniert meinen Kanal, falls euch es gefallen hat. Hier sind die ganzen Spinnen. Oh mein Gott, habe ich Angst. Schnell weg davon. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und falls ihr mir fleißig weitere Mods in die Kommentare schreibt. Liken nicht vergessen und abonniert meinen Kanal. Ciao, ciao. Bis dahin, euer Beats.